Was für ein Tag ist heute? Was für ein Tag ist heute? Der Podcast mit Simon. Und jetzt gleich die erste Frage an euch. Wie findet ihr meinen neuen Bildschirm im Hintergrund? So. So. Genau. Heute ist, wie ihr sehen könnt, Weltkindertag. Ein besonderer, wichtiger Tag, wie ich finde. Denn Kinder sind sehr wichtig. Kinder sind unsere Zukunft. Und ja, wie soll ich sagen? Aber Kinder haben leider auch nichts zu lachen, ne? Heutzutage. Also, ja, ich sage nur Maskenpflicht und so. Und überhaupt in der Schule immer viel Stress, immer mehr Arbeit. Die Kinder werden leider schon oft, ja, gebraucht, sage ich mal, und haben schon ihren ganzen Stundenplan voll bekloppt mit vielen, ja, wie soll ich sagen, Vereinen und so, ne? Also Montag bis Sonntag ausgefüllt. Sie haben eigentlich überhaupt keine Chance, Kind sein zu dürfen. Und dabei geht es unseren Kindern trotzdem noch gut, weil es gibt ja auch Kinder in armen Ländern. Die haben ja gar nichts, sag ich mal. Ne? Die haben wirklich nichts und so. Ne? Also, die haben nicht mal ja, Hobbys und so. Und das ist eigentlich echt traurig, sag ich mal, ne? Weil die haben nicht mal was zu essen und zu trinken. Und ja, das ist echt traurig. Und ich finde Weltkindertag ein wichtiger Tag, aber viel zu wenig. Ein Tag im Jahr. Es ist ein viel zu wenig. Es müsste jeden Tag Kindertag sein. Ohne Witz jetzt. Weltkindertage müsste jeden Tag sein. Aber wirklich jeden Tag. Von Montag bis Sonntag. Und es ist 365, beziehungsweise alle 4 Jahre 366 Tage pro Jahr. Ne? Also jeden Tag eigentlich müsste Weltkindertag sein. Weil Kinder sind unsere Zukunft. Und Kinder sind wichtig. Und Kinder haben was zu sagen. Und deswegen sollten wir auch auf unsere Kinder hören. Das ist ganz wichtig, ist logisch, weil Kinder sind schlauer als wir Erwachsene. Kinder sehen, wo wir aufgehört haben zu schauen, sage ich mal. Also Kinder sehen Sachen, die wir Erwachsene gar nicht mehr sehen, so. Was aber wichtig ist. Kinder sind so wichtig und so liebevoll. Und wir brauchen Kinder. Und wir brauchen unsere Zukunft. Und wir müssen den Kindern es so leicht wie möglich machen. Und deswegen finde ich Weltkindertag sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, einmal im Jahr ist viel zu wenig. Deswegen fordere ich auf, mindestens einmal in der Woche so einen Weltkindertag auszurufen. Ne? Auch das ist schon zu wenig. Aber wenigstens viermal ist mehr wie einmal. Ne? Und so. Und viermal im Monat sind auch immerhin 48 Mal. Ne? Und 48 Mal im Jahr ist besser wie einmal im Jahr, ne? Ja. Und wie gesagt, ich finde halt einfach, ja, wie soll ich sagen, Weltkindertag ist so wichtig. Ja, und jetzt eure Frage, was habt ihr heute an dem Weltkindertag gemacht? Habt ihr auch gefeiert mit den Kindern? Habt ihr was Schönes gemacht mit euren Kindern? Oder habt ihr vielleicht, weil heute ja Montag ist, sage ich mal, gestern vielleicht gefeiert am Wochenende. Manche feiern ja auch schon Tag vorher, sage ich mal, ne, wegen Wochenende. Da hat man mehr Zeit, logisch, weil die Arbeit dann so ruft. Und habt ihr auch was Schönes mit euren Kids gemacht? Oder habt ihr gar nicht dran gedacht, sage ich mal, und sagt, ah, ja stimmt, bei Kindertag, da war ja was. Und oder feiert ihr vielleicht, seid ihr noch mittendrin, mitten dabei? Und feiert gerade immer noch schön mit euren Kindern. Habt ihr denen zum Beispiel was vorgelesen? Oder wie verbringt ihr eure Zeit mit euren Kindern? Würde mich mal interessieren. Was macht ihr, dass es euren Kindern gut geht? Also schreibt mir auf jeden Fall mal in den Kommentaren so, was macht ihr, dass ihr eure Kinder bei Laune hält? Und ja, dass es denen gut geht. Und ja, was macht ihr so mit denen so am Tag? Und ja, das ist einfach mal die Frage, die mich einfach interessiert. So. Weil
Okay, ich muss gestehen, ich habe keine Kinder. Ich habe nur ein Patenkind. Aber trotzdem, Kinder sind sehr wichtig und wir brauchen Kinder, auf jeden Fall. Und wir wollen ja alle, dass es den Kindern gut geht. Denn wenn es den Kindern gut geht, geht es den Erwachsenen natürlich auch sehr gut. Und dann haben wir eine gute Zukunft vor uns. Deswegen müssen wir, wie gesagt, den Kindern so schön wie möglich machen. Und in diesem Sinne, ja, mein erster Podcast. Und ich will mich auch nicht so viel drumherum reden. Deswegen belasse ich es jetzt mal. Und morgen geht es weiter mit einem neuen Podcast, mit einem neuen Thema. Und in diesem Sinne, habt noch einen schönen Abend oder auch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video seht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren schreibt. In diesem Sinne, macht's gut, euer Simon. Ciao.